Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, menschenleere Einkaufsstraßen, geschlossene Geschäfte, erst verwaiste Schulhöfe, dann Masken und Corona-Tests. Ja, das sind alles Erinnerungen und Bilder, die für immer in unseren Köpfen bleiben werden. Und in den Krankenhäusern haben Mediziner, Pflegepersonal Übermenschliches geleistet. In den Altenheimen sorgten die Mitarbeiter trotz Besucherstopp für etwas Menschlichkeit. Und das sind Helden der Pandemie, die hoffentlich für immer auch in unseren Köpfen und Herzen bleiben. Denn ich glaube, das hat die Ausschussvorsitzende Kirsch gerade auch schon deutlich gemacht, wenn wir heute eine Art Schlussbilanz des Haushalts- und Finanzausschusses ziehen, dann muss das etwas technisch sein. Aber Sie haben dankenswerterweise eben auch deutlich gemacht, hinter diesen Paragraphen im Haushaltsgesetz, hinter diesen Zahlen stecken eben Menschen. Und das ist uns in diesem Ausschuss gemeinsam immer bewusst gewesen. Menschen, die sich in der Pandemie Sorgen gemacht haben und denen wir versucht haben und auch erfolgreich waren, mit dem Corona-Rettungsschirm geholfen haben. Selbstständige, die bislang nachhaltig und solide gewirtschaftet hatten und die plötzlich um die Existenz und ihr Lebenswerk fürchten mussten. Einrichtungen, die mit neuen Kosten für Schutzmaßnahmen konfrontiert wurden, aber auch Sportvereine, Kultur, Sportplätze und Bühnen gesperrt, eben keine Einnahmen mehr. Wir mussten die Gesundheit schützen, eine Ausbreitung der Pandemie verhindern und gleichzeitig aber eben auch die Folgen dieser Schutzmaßnahmen abfedern. Und gemeinsame Strategie in diesem Haus ist gewesen, wertvolle Strukturen in der Gesellschaft und Wirtschaft bewahren und stärken, denn diese nach Corona wieder aufzubauen, wäre ungleich schwerer und teurer, als sie ihnen zeitweise zu stützen. Und gemeinsam können wir heute feststellen, dieser Auftrag ist insgesamt gut gelungen. Wie kein anderes Land auf der Welt hat Deutschland in der Pandemie neben der Gesundheit auch einen finanziellen und wirtschaftlichen Schutzschirm gespannt. Und in Nordrhein-Westfalen haben wir mit dem eigenen Corona-Rettungsschirm diesen Schutz verstärkt und gezielt dort ergänzt, wo es in Nordrhein-Westfalen besondere Herausforderungen gegeben hat. In der Krise haben wir es geschafft, als Demokraten zusammenzustehen, gemeinsam den NRW-Rettungsschirm beschlossen und zur Aufnahme, wir haben eben die Zahlen im Detail gehört, von bis zu 25 Milliarden Euro Kreditmitteln ermächtigt. Da müssen wir uns daran erinnern, das war ein starkes Signal der Sicherheit und Verantwortung, nicht nur tatsächlich spürbar als finanzielle Unterstützung, sondern damals eben auch als psychologische Wirkung. Wir zeigen Solidarität, wir stehen in der Corona-Krise zusammen und das hat den Menschen in unserem Land Sicherheit gegeben. Und wir können heute froh sein, dass die Pandemie offenbar überwunden ist und auch nicht alle Befürchtungen eingetreten sind. Und deshalb können wir heute auch feststellen, dass es gelungen ist, die Mittel im Corona-Rettungsschirm effektiv zu nutzen. Die Sondersituation ist beendet und wir mussten bereitgestelltes Geld teilweise nicht nutzen. Und weil ich eben die Zwischenrufe durchaus gehört habe, es waren ja Bundespolitiker der SPD, die doch vor einem Winter gewarnt hatten, wo vielleicht noch viele Mittel notwendig sind. Deshalb verstehe ich in der Rückschau nicht, wie man dann hämisch darauf reagieren muss, dass das Land Vorsorge trifft, bereitgestellte Mittel auch abruft, um im Zweifelsfall eben sie einsetzen zu können, gleichzeitig aber so sorgsam damit umgeht und eben sagt, wenn wir sie Gott sei Dank nicht gebraucht haben, und da sind wir uns ja auch dann wieder alle einig, ja, dass man eben dann das Geld eben auch nicht dafür verwenden muss. Wir haben 16,2 Millionen Euro bewilligt, das haben wir eben gehört. Jetzt laufen nur noch bereits auf den Weg gebrachte Maßnahmen aus und die Abwicklung des Schutzschirms erfolgt. Und es ist gut, dass wir eben vorzeitig tilgen können und die geplanten Rückzahlungszeiträume beschleunigen. Auch das ist ein wichtiges Signal. Und wenn wir auf die Maßnahmen für den heutigen Berichtszeitraum, wir sind ja sozusagen den gesamten Zeitraum, ich glaube, das passt zur heutigen Debatte, aber sozusagen in diesem vierten Bericht, finde ich, sehen wir auch nochmal beispielhaft ein paar Dinge, die die Kollegin Kirsch gerade auch schon angesprochen hat. Kita-Alltagshelfer, Selbsttests in Schulen und Kindergärten, zusätzliche Busse für den Schülerverkehr. Richtigerweise haben wir durch diese Maßnahmen, durch diese finanzielle Unterstützung alles dafür getan, dass wir unsere Schulen und Kindergärten für unsere Kinder offen halten konnten. Ich glaube, das ist eine gemeinsame Lehre. Sie sprachen eben schon die Aufarbeitung auch inhaltlich an, die wir, glaube ich, als gemeinsame Schlussfolgerung aus dieser Pandemie hier auch schon hatten und die sicherlich auch weiter aufgearbeitet wird. Weniger der finanzielle Teil davon, sondern
eben in der Gesamtstrategie. Ich finde, ein anderes Beispiel sind auch der Kulturstärkungsfonds und Hilfen für Vereine. Das war übrigens auch ein Antrag, den wir gemeinsam auf den Weg gebracht haben im Ausschuss. Sozusagen auch, ich glaube auch auf Initiative der SPD, auch nochmal gemeinsam da etwas umsetzen konnten. Dafür herzlichen Dank. Da haben wir, glaube ich, eben gezeigt, dass wir eben auch Kultur, Sport, soziale Angebote davor bewahren müssen, beschädigt zu werden. Und diese Hilfen sind ebenfalls sehr gut investiertes Geld gewesen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben eben schon gesagt, mehr als 300 Vorlagen. Das gemeinsame Verfahren sah ja vor, dass der Ausschuss diese Maßnahmen beschließt. Und ich möchte mich Ihrem Dank anschließen, ihn zunächst zurückgeben an Sie als Vorsitzenden, auch an Ihren Vorgänger Martin Birschel, der hier im Vorfeld berichtet hatte bei früheren Berichterstattungen, und im Namen der CDU-Fraktion bei den anderen Fraktionen. Wir haben oft unter großer Dringlichkeit und daher kurzfristig getagt, aber es eben geschafft, gemeinsam die Schutzmaßnahmen auf den Weg zu bringen, die eben auch in Eile notwendig waren. Es war eine besondere Situation. Die Pandemie hat ja eben dafür gesorgt, dass wir möglichst in kleineren Gruppen tagen und beschließen sollten. Und ich finde, der Haushalts- und Finanzausschuss ist sehr verantwortungsvoll mit diesem Auftrag des Parlaments umgegangen. Ich danke auch der Landesregierung für die entsprechende Vorbereitung unter herausfordernden Bedingungen in einer oft sehr dynamischen Lage und möchte auch allen anderen Beteiligten, Sie hatten es eben auch schon angesprochen, zum Beispiel auch in den Bezirksregierungen, den Verwaltungen danken, die ja dann dafür gesorgt haben, dass beschlossene Gelder auch dann vor Ort, wo sie benötigt wurden, auch angekommen sind. Die Bilanz dieses Corona-Rettungsschirms fällt deshalb positiv aus. Und dennoch, für uns ist natürlich klar, wir wünschen uns eine solche Situation nie wieder. Es ist besser, wenn nicht ein Virus die Prioritäten in der Politik setzt. Und es ist auch besser, wenn wir alle hier im Parlament zusammenkommen können und diskutieren, ohne dass Plastikwände und leere Stühle uns voneinander trennen. In diesem Sinne danke ich noch einmal für die Zusammenarbeit in der Krise, die auch, das hatten Sie angesprochen, Frau Kollegin Kirsch, die angesichts der aktuellen Herausforderungen zeigt. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir als Demokraten das den Menschen in diesem Land deutlich machen, dass unser politisches System verlässlich und sicher für die Menschen in unserem Land ist. Vielen Dank.